Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Windows 10 mit mir, Blairs Club Member. Heute soll es darum gehen, um ein paar Einstellungen noch und um Antivirus-Programme unter Windows 10. Ja, ich habe damals eine Anfrage bekommen oder mehrere Anfragen über Facebook oder auch über YouTube, über private Nachrichten. Da haben die Leute geschrieben, ja, warum funktioniert bei dir Geta da erst rein? Aber wir kriegen immer eine Mail oder eine Antwort, dass zum Beispiel Geta nicht aktiv ist oder dass unser Antivirus-Programm nicht aktiv ist. Darauf möchte ich heute eingehen, aber auch noch unter ein paar Einstellungen eingehen. So, fangen wir an mit Antivirus-Programm. Am besten zeige ich euch das von Grund auf. Also auf Deutsch gesagt, hier zum Beispiel werden ja die Benachrichtigungen angezeigt. Und hier können zum Beispiel stehen, Geta oder Windows Defender sind nicht aktiv. Macht euch deswegen keine Sorgen, das ist eine Fehlmeldung. Das passiert am häufigsten, wenn wir zum Beispiel von Windows 7 das Update durchführen, Windows 7 behalten, also unsere ganzen Programme behalten und auf Windows 10 wechseln. Dann passiert es öfters, dass zum Beispiel die Fehlermeldung hier oben kommt. Also hier dann. Dafür zum Beispiel gibt es eine Lösung, bei Geta zumindest, aber ich denke mal auch bei den anderen Antivirus-Programmen, wie zum Beispiel hier Avast oder AVG oder Avira oder Bitdefender oder wie sie alle heißen, Norton, ja, diese ganzen Bekannten halt oder McAfee oder, ja, wie gesagt, die ganzen, euer Favorit an Antivirus-Programm. Ich denke mal, die Lösung ist für jedes Programm eigentlich da. Aber wie gesagt, ich zeige euch das über Geta, weil ich das halt auf meinem Rechner drauf habe. Und dazu klicken wir mal schnell auf Geta rein. So, auf der Info von Geta zum Beispiel gibt's ja auf der Homepage. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der jetzt sagt, oh, mein Antivirus-Programm funktioniert nicht oder ist nicht aktiv, tut auf die Homepage von euren Antivirus-Programm draufschauen. Tut die häufigen Fragen stellen. Ich denke mal, überall gibt es ja sowas wie ein Forum bei den Herstellern, wo Fragen gestellt werden und die Hersteller dann selber antworten und so weiter, wie man das Ganze lösen kann. Bei Geta zum Beispiel ist es bei den häufigen 10 Fragen dabei. Die häufigste Frage zu Geta-Lösungen. Nach Upgrade auf Windows 10 wird mir gemeldet, dass Geta nicht aktiv sei. Ist mein System geschützt? So, das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage. Ist mein System geschützt? Das wollen die Leute ja wissen. Öffnen Sie bitte das Geta Security Center, indem Sie das Desktop-Symbol doppelt anklicken. Das haben wir gemacht. Hier haben wir es. Und hier steht auch, Ihr System ist geschützt. Wo wir zum nächsten Punkt kommen. Wird Ihnen bei Ihr System ist geschützt angezeigt, so ist Ihr Geta Software aktiv und Ihr Computer geschützt. So, das ist die wichtigste Antwort, weil was Microsoft in ihren Benachrichtigungen zum Beispiel zeigen, hier unten, also hier, dann Geta ist nicht aktiv, das ist Nonsens, das ist alles schwachsinnig, weil es ist wichtig, was die Software selber sagt und die Software sagt, Ihr System ist geschützt. So, wenn ihr die lästigen Nachrichten zum Beispiel nicht mehr haben wolltet, gibt's zum Beispiel bei Geta auch die Lösung. Zur nicht korrekten Erkennung durch das Windows Sicherheitscenter scheint es in seltenen Fällen zu kommen, wenn Windows 10 als Update auf ein altes Windows-Version installiert wurde. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Bei mir war das ja so, weil ich ja Windows 7 vorher gehabt hatte, die 64-Bit, und jetzt habe ich Windows 10, die 64-Bit-Pro-Version. Und da ich das Update gemacht habe, kam bei mir auch am Anfang die Meldung. Und dafür gibt's folgende Lösung. Um die etwas lästige Meldung wieder loszuwerden, können Sie Ihre Geta-Software zunächst entfernen und einfach noch einmal neu installieren. Alternativ können Sie die falsche Warnmeldung folgendermaßen unterdrücken. Klicken Sie die Meldung an, sobald sie erscheint. Daraufhin öffnet sich die Windows-Systemsteuerung mit dem Punkt Sicherheit und Wartung. Klicken Sie auf den linken Seite auf den Punkt Einstellungen für Sicherheit und Wartung ändern. Entfernen Sie im nun geöffneten Fenster die Haken vor allen Punkten, über die Sie keine Windows-Benachrichtigung mehr erhalten möchten. Bestätigen Sie Ihre Änderung, indem Sie beide Fenster mit einem Klick auf OK schließen.
Gut, das kann man zum Beispiel machen. Man kann zum Beispiel die Benachrichtigung unterdrücken, aber manchmal sind die Benachrichtigungen ja auch wichtig. Wie zum Beispiel, dass GData zum Beispiel sagt, es ist nicht aktuell. Dann kommt zum Beispiel hier auch eine Nachricht, GData ist zum Beispiel nicht aktuell. Also deswegen möchte ich das nicht gerne unterdrücken. Also empfehle ich jeden am besten, dass man einfach das entfernt, also deinstalliert und dann nochmal neu installiert. Aber nur GData. Um diese Fehlermeldung wegzukriegen. Ups, kleiner Versprecher. Das ist für mich die einfachste Lösung. Ich habe es gemacht und bei mir funktioniert's. Ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen und ich hoffe, bei euch klappt's auch. Und das ist natürlich auch wichtig, solche Lösungen zu finden. Ich denke mal, für die anderen wie Norton oder AVG oder wie die anderen Antivirus-Programme halt alle heißen, gibt es natürlich auch immer eine Lösung. Ich würde da auf jeden Fall auf der Homepage vom jeweiligen Anbieter schauen und da wird es bestimmt dann auch eine Lösung geben zu dieses Problem. Ich denke mal auch, dass Windows 10 zum Beispiel weiter Updates bringt, ist ja klar, ist ein neues Betriebssystem, ist alles ein bisschen neu und deswegen wird sich da noch einiges ändern, denke ich mal, und ich denke mal, irgendwann mal kriegen sie das dann auch in den Griff, dass alles astrein funktioniert. So, dann wollte ich euch noch was zeigen, was zum Beispiel sehr schön ist. Wir kennen ja diese Einstellungen hier. Also, wir haben hier einmal die normalen Einstellungen. Systemanzeigen, Geräte, bla bla pipapo, also so die Einstellung. Jetzt zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, oh mein Gott, ey, ich komme damit überhaupt nicht klar, ich möchte doch die alte Einstellung wieder haben, die ich früher hatte. Systemsteuerung nennt man das. Für die kann man auch Abhilfe schaffen, zum Beispiel, wenn man jetzt unter alle Apps geht, jetzt mal runterscrollt, bis auf den Reiter, Moment, wo haben wir es denn? Windows, glaube ich, war das, gell? Windows Zubehör? Nein, Windows System war das. Windows System und darunter finden wir die Systemsteuerung. Die können wir jetzt zum Beispiel per Drop einfach hier rüberziehen und da habt ihr sie zum Beispiel auch hier drin. Ja, könnt ihr zum Beispiel schneller draufklicken, zack. Und dann habt ihr das, was ihr unter Windows 7 gewohnt wart. Mit der Systemeinstellung wie System, Sicherheit, bla bla. Und das sieht alles dann so in der Art aus, wie ihr das früher gehabt habt. Unter Windows 7. Was ich natürlich für mich zum Beispiel leichter finde, um mich da reinzufinden, weil Windows 7 hat man doch eine ganze Zeit lang benutzt. Und da wäre es natürlich dann auf jeden Fall besser, wenn ich zum Beispiel so eine Systemsteuerung habe, dass ich so ungefähr habe, wie ich das früher hatte. Wie Energiemodus, dass man hier das Ganze ausschalten kann und so weiter und pipapo, finde ich auf jeden Fall optimal gelöst. So hat jeder was davon und jeder kann sich selbst entscheiden, was er gerne hätte. Und hier kann man natürlich dann auch alles so umstellen, wie man es gewohnt war. Mit Darstellungen, Anpassungen und bla bla und pipapo. Explorer-Option. Okay, das heißt nicht mehr Ordner, sondern Explorer-Option. Und da kann man jetzt die Ansicht ändern. So. Und dann können wir zum Beispiel auch versteckte Ordner oder versteckte Laufwerke wieder anzeigen. Alles überhaupt kein Problem. So, das wäre das eine. Das andere, für die Leute, die zum Beispiel jetzt hier das benutzen, habe ich zum Beispiel noch etwas. Über die Einstellungen bei Windows, zum Beispiel Datenschutz. Da gibt es nämlich noch andere Sachen, die ich das letzte Mal nicht gezeigt habe, aber die zeige ich euch jetzt mal. Zum Beispiel Kamera. Wenn ihr jetzt eine App, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Webcam zum Beispiel dran habt und ihr wolltet, dass die Apps die Verwendung meiner Kamera erlauben, also kann man sie jetzt einzeln zum Beispiel wegklicken. So, zack, aus, aus. Ja, kann man zum Beispiel so machen. Oder man kann sagen auch komplett, zack, aus, dass die Apps überhaupt nichts benutzen können mit der Webcam zum Beispiel. Wenn manche sagen, zum Beispiel Microsoft spioniert mich über die Webcam aus oder bla bla, macht einen Haken rein auf aus, fertig. Mikrofon, das gleiche Spiel. Kann man zum Beispiel hier einzeln einstellen, was zum Beispiel hier deaktiviert werden soll. Oder man kann jetzt auch sagen, komplett,
ich will das Mikrofon nicht erlauben für die Apps komplett, also aus, fertig. Aber ihr hört jetzt selber, ich nehme ja gerade auf, also euer Mikrofon bleibt trotzdem aktiv. Und wenn ihr im TS genauso seid oder so, oder wenn ihr im Spiel sprecht oder so weiter, bleibt das Mikrofon trotzdem aktiv. Also ihr könnt trotzdem ins TS gehen, ihr könnt trotzdem Videos aufnehmen, ihr könnt trotzdem Telefonate führen und bla bla, ist überhaupt kein Problem. Es geht eigentlich hier um die Apps hier, die damit unterstützt werden. So, dann hätten wir das zum Beispiel auch schon mal. So, was zum Beispiel auch nicht schlecht ist unter Windows 10. Also ich finde zum Beispiel die Taskleiste hier gar nicht mal so schlecht. Wenn wir zum Beispiel hier, also einmal auf die Taskleiste mit der rechten Maustaste drücken und dann auf Symbolleiste. Und dann kann man zum Beispiel hier Adressen eingeben. Und dann kann man zum Beispiel hier auch Desktop eingeben. Die Links, die funktionieren nur nicht so ganz, deswegen zeige ich es euch vielleicht beim anderes Mal, wenn das richtig funktioniert. Aber wie gesagt, zum Beispiel hier, was schön ist, man gibt hier zum Beispiel www.google.de ein. Ja, das heißt, ich mache Werbung für irgendwas oder so. So, gibt es ein. Okay, ich hab's falsch geschrieben. Tut mir leid, Leute. Okay. Dann machen wir das einfach ohne www. Google.de. Zack. Und dann kommt man automatisch in den Internet Explorer halt rein. Und dann hat man automatisch Google da unten. Also richtig schön. Also das finde ich super. Das finde ich klasse. Aber hier gesagt, kann man auch den Verlauf zum Beispiel anschauen, wo mal alles drauf war. Zum Beispiel hier auf meiner Seite von YouTube. Haben wir darüber auch mal angeguckt. Ich bin zwar hier jetzt nicht angemeldet, weil ich alles über Google Chrome mache, weil ich das irgendwie praktischer und schöner finde. Aber wie gesagt, hier gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit. Jetzt zum Beispiel hier in dem Internet Edge zum Beispiel, also von Microsoft, gibt es nämlich noch eine andere Möglichkeit. Wenn wir hier zum Beispiel auf da drauf drücken, können wir zum Beispiel teilen über E-Mail und so weiter, PayPal und den Link halt teilen. Aber es gibt natürlich noch schönere Sachen, wie zum Beispiel hier Webseiten-Notiz. Wir können zum Beispiel jetzt hier sagen, okay, wir wollen das zum Beispiel markieren. Zack. Das finde ich richtig cool. Oder wir können sagen, mehr anzeigen. Können wir übermalen. Ja, wir können auch hier schreiben, Black. Ups. Black. Oh. Mit der Maus. Schon ein bisschen schwer irgendwie. Zum Beispiel. Also man kann hier sehr viele Sachen machen. Wir können hier auch das Ganze wieder wegradieren. So, dann können wir zum Beispiel auch hier eine Notiz zum Beispiel schreiben. Players Club Member Let's Play. Also als Beispiel jetzt. Können wir zum Beispiel jetzt schreiben. Dann können wir zum Beispiel beschneiden oder, wie gesagt, hier einfach den Titel markieren. Das ist zum Beispiel wichtig. Okay, ich habe es noch nicht so mit der Maus. Vielleicht meine Empfindlichkeit ein bisschen zu hoch. Und wie gesagt, du kannst hier sehr viele Sachen machen. Dann kannst du das Ganze auch abspeichern. Webseite speichern. Und dann unter... senden. Die Notiz wurde okay, dann muss es auf Microsoft jetzt zum Beispiel Ja gut, aber im Prinzip, wenn ich das jetzt zum Beispiel so fertig gemacht habe, könnte ich ja rein theoretisch auch ein Bild davon machen und dann könnte ich es jemandem rüberschicken zum Beispiel. Aber
manche Sachen gehen halt nur mit dem Microsoft-Konto. Ich bin halt jetzt nicht so der Fan vom Microsoft-Konto, weil ich ja so wenig wie möglich jetzt von mir preisgeben möchte. Für die Leute, die jetzt ein Microsoft-Konto haben, könnten das jetzt zum Beispiel jetzt auch abspeichern darauf und könnten jederzeit zugreifen darauf. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Fan davon, aber wir können es zum Beispiel in die Favoriten hinzufügen. So, dann beenden wir das Ganze. Dann schauen wir mal kurz in die Favoritenleiste rein. Gehst du aus? War das jetzt hier nochmal? Da, Favoritenliste. Zack. Und dann hast du es gleich wieder hier, wo dann wieder nachgucken kannst, was du hier gemacht hast. Also im Prinzip kann man davon jetzt ein Bild machen und das Leute schicken und so weiter und das Ding genauer erklären oder so. Oder man kann halt es auch als Favoriten speichern, dass man jeden Tag, jedes Mal einen Zugriff dazu hat. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf den Explorer sind, dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, wir tun jetzt beispielsweise, tun wir jetzt zum Beispiel mal Tradiverse nochmal aufmachen. Da habe ich zum Beispiel ein Wallpaper. Das machen wir jetzt öffnen mit Foto. So, dann zum Beispiel hat man ja auch immer das Ding, dass man zum Beispiel jetzt Videos zum Beispiel rendern will. Also bei mir ist es zumindest so. Dann gehen wir unter Spielevideos. Das ist zum Beispiel das aktuelle Video von Creativerse, das ich heute auch noch rendern darf. Und dann, ups, machen wir nochmal zum Beispiel Audio City auf. Das haben wir hier. So. Und jetzt ist das Ganze ja so unordentlich. Ja, jetzt habe ich ja hier vier Fenster offen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, okay, ich will jetzt ein bisschen Ordnung drin haben, dann du machst hier zum Beispiel nach links schieben. Zack, haben wir zum Beispiel ein Fenster. Dann tun wir das hier unten hin. Und zwar weiter runter, bitte. So, dann hätten wir hier einmal das Foto. Das wollen wir aber oben rein tun. Und das hier unten rein. Und so können wir zum Beispiel hier auch scrollen. Wir können jetzt hier zum Beispiel nebenbei sagen, okay, wir schauen jetzt mal. Also ursprüngliche Seite zurück. So, und dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir suchen jetzt zum Beispiel mal Tutorial Audacity mal angenommen, ja? So, jetzt haben wir hier ein Tutorial. Gallows ab 27. August im So, jetzt tun wir hier mal kurz auf Muten machen. Die Werbung können wir überspringen. Und jetzt zum Beispiel wird erklärt, wie Audacity funktioniert. Audacity hätten wir jetzt zum Beispiel hier oben. Dann könnten wir uns praktisch das Video hier angucken und können dann praktisch so das machen, wie er es macht. Können dann hier auf Pause gehen. Zack, dann sehen wir das. Aha, er macht es so. Dann machen wir das auch so. Sowas finde ich gar nicht mal so schlecht. So kann man das 1:1 machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel den Ton hier drin. Ja, dann bräuchte ich es ja gar nicht mal so klein. Wir können ja zum Beispiel auch das zumachen. Wir können sagen, ich will aber das Bild ein bisschen größer haben. Dann machen wir das zum Beispiel so. Und ich will Audio City ein bisschen größer haben. So. Habe ich das zum Beispiel jetzt 1:1 da. Dann kann ich mir nebenbei das Video angucken und können dann sagen, okay.
zum Beispiel das Ganze nachverfolgen oder kann mir praktisch anschauen, wie er das zum Beispiel macht, kann mir das zum Beispiel auch anhören, was er macht, und ich kann dann zum Beispiel hier das gleiche mitmachen. Das finde ich natürlich praktisch. Zwei Bildschirme zum Beispiel sind ja toll, aber vier sind noch besser. Da hat man mehrere Möglichkeiten, was man gerade so machen kann. Das finde ich absolut genial unter Windows 10 und für mich ein tolles Feature. Auf jeden Fall. Alles schließen. Schließen. So, ja, das soll es dann erstmal für mich heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich werde natürlich noch weitere Sachen über Windows 10 raussuchen, was mir persönlich gut gefällt, was man zum Beispiel verbessern könnte oder was man noch so alles machen kann. Oder wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, schreibt in die Kommentare, ich schaue nach oder ich versuche selber bei mir auf dem Rechner es nachzugucken, wie was funktioniert. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare rein. Einfach mich anschreiben. Ich beantworte sie gerne, wenn ich kann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Players Club Member Bibi und ciao.